Herzlich willkommen zu einer Einheit, wo wir unser Qi stärken wollen. Ganz speziell eben, wenn wir um Qi, über das Qi sprechen, über die Lebensenergie. Da kommen wir nicht an unseren Nieren vorbei, wo doch all das Qi, dieses ursprüngliche Qi vor allem in uns gelagert und veranlagt ist. In der traditionell chinesischen Medizin spricht man von mehreren Qualitäten dieser Lebensenergie. Man spricht zum Beispiel auch von dem Abwehr-Qi, also ein Qi, das eine Energie, die uns Immunkraft verleiht, die uns Stärke verleiht, dass wenn Dinge von außen kommen, wie Viren oder aber auch andere, unter Anführungszeichen, Erreger, wie Situationen, die uns beeinträchtigen oder belasten, dass dieses Wei-Qi zum Beispiel uns auch schützt. Und wenn wir jetzt speziell in unseren Nieren arbeiten wollen, dann haben wir unterschiedliche Vorteile daraus. Und das Feine ist, da einzutauchen in den Kreislauf der fünf Elemente und es irgendwo auch gut nachvollziehen zu können. Die TCM ist ja so faszinierend als traditionelle Medizin, wie alle traditionellen Medizinen in den unterschiedlichen Regionen der Welt, erkennt man vor allem auch in der TCM diesen großen Zusammenhang von Natur und Mensch. Und wenn wir uns dem Wasserelement widmen, dann sehen wir schon sehr schnell, dass es einen Einfluss hat auf sehr vieles in unserem Körper. Das heißt, die Nieren sind gemeinsam mit der Blase dem Wasserelement zugeordnet. Die Nieren sind überhaupt das, wenn man so will, das leitende Element des Wasserelements. Und wenn wir unsere Nieren stärken, dann stärken wir mal generell alles, was mit dem Wasserelement in Verbindung steht. Und das geht zum Beispiel darüber hinaus. Das heißt, eben wünsche ich mir für meine Ohren Unterstützung. Macht es absolut Sinn, die Nieren zu stärken, das Wasserelement zu stärken. Wünsche ich mir aber sogar zum Beispiel, dass mein Herz sich entspannt, das Feuerelement, dann hat es auch eine sehr, sehr große Kraft, die Nierenkraft, weil sie beruhigend, weil sie entspannend auf unser Feuerelement einwirkt, wo eben das Herz dazugehört. Und natürlich, wenn ich so in Situationen bin, wo ich merke, boah, ich habe enorm viel Stress gerade, es ist enorm unruhig in mir, ich bin ungeduldig, ich bin vielleicht leicht gereizt, leicht wütend, dann hat es mit meinem Holzelement, mit der Leber zu tun, die dann belastet ist. Und nicht nur das, viele Menschen in unserer Kultur leiden entweder bewusst oder unbewusst an einer Verfettung der Leber. Deswegen ist ja zum Beispiel auch die Leber- und Gallenreinigung, die man regelmäßig machen kann. Teilweise machen es Menschen auch monatlich, so wertvoll, weil unsere Ernährung, unser Lebensstil dazu führt, dass eben mit diesem enorm hohen Zuckergehalt in vielem, obwohl eigentlich Zucker ja schon in den Früchten drinnen wäre, die Leber außer Rand und Band kommt, zusätzlich der Stress von außen, plus eben die Ernährung über Fette, die uns nicht gut tun. Das heißt nicht, dass man Fett zu sich nehmen soll, sondern das wissen, glaube ich, eh viele von uns, dass es enorm wertvoll ist, regelmäßig, auch täglich, so ein kleines Glas Olivenöl zu trinken oder andere wertvolle Öle. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir uns eben mit zum Beispiel dem Frittierten viel auseinandersetzen in der Ernährung, wenn wir teilweise auch viel Milchprodukte essen, und auch viel Zuckerhaltiges, dann kriegt eben die Leber mit der Zeit Herausforderungen. Sie verfettet und kommt in ihrer Funktion nicht mehr dorthin mit, was sie eigentlich könnte. Und wenn ich das jetzt unterstützen mag, dass es zum Beispiel auch meinem angespannten Zustand meiner Leber besser geht, dann ist eben vor allem immer entscheidend auch das Mutterelement dahinter zu unterstützen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Nieren stärke und für die Nieren was tue, dann kann es gut sein, dass ich eben
vielfältige Auswirkungen, positive Auswirkungen im Körper habe. Eben, wie gesagt, es könnte direkt messbar sein. Das können wir anhand der Übung zum Beispiel jetzt dann auch machen. Es kann direkt messbar sein anhand deines Pulses. Es kann direkt messbar sein anhand deines Blutdrucks. Und so werden wir auch speziell einen Akupunkturpunkt nutzen, der hier besonders wertvoll auch, weil auch wirksam auf die Nieren ganz speziell uns hier ausgerichtet. So, lasst uns mal gleich etwas machen, was immer gut tut, nämlich einfach mal den Energiefluss im Körper aktivieren. Eine große Erkenntnis von Dr. Master Qigong Sha ist ja, dass wir im Prinzip gar nicht so im Detail wissen müssten, wo sind die einzelnen Akupunkturpunkte. Weil es gibt einen zentralen Kanal in uns und dieser zentrale Kanal, der hat die Kraft und auch die Funktionalität, sich über diesen Kanal zu allen Meridianen hin auszuweiten. Und dieser Zentralkanal, auch Chong Mei auf Chinesisch genannt, dieser Zentralmeridian, der verteilt dann die Energie wieder in alle anderen Meridiane. Aber die besondere Erkenntnis von Dr. Master Shah ist ja, dass es hier einen Kreislauf gibt. Und dieser Kreislauf, der dann da wieder vor der Wirbelsäule runtergeht, durch den sogenannten Wei Chao, der ist ein großer Schlüssel für die Selbstheilung, weil wenn dort die Energie frei fließt, dann geht sie automatisch freier fließend in unsere Meridiane. Wenn sie in unsere Meridiane geht, geht die Energie frei im Körper ihren Lauf. Wenn die Meridiane frei Energie fließen lassen können, folgt das Blut frei fließend. Dementsprechend werden die Organe versorgt mit allem, was sie brauchen und gehen damit in ihre größte Kraft. Sehr simpel. Also jegliche Herausforderung des Körpers hat damit zu tun, dass der zugrunde liegende Energiefluss blockiert ist. Ist der zugrunde liegende Energiefluss blockiert, gibt es auch einen Fluss, den man sozusagen als Lichtfluss bezeichnen kann, nämlich den Fluss dieser hochschwingenden Energie, die man als Licht visualisieren kann, was wir jetzt gleich tun wollen. Das heißt, wir lassen das Licht im Körper fließen. Dem Licht folgt die Energie des Körpers, der Energie folgt das Blut und damit die gesamte Gesundung des Körpers. So. Und für alle, die das Buch zu Hause haben, die kennen und lieben ja diese Übungen ganz besonders, nämlich das Buch zur besonderen Kraft der Tau-Kalligraphie. Gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch. Und gibt es natürlich in unterschiedlichen Sprachen, wie Niederländisch ebenso. Und wenn wir in das Buch eintauchen, dann erleben wir diese faszinierende Welt nicht nur jener der Kalligraphie, sondern vor allem auch der Elemente, der einzelnen Chakren unseres Körpers, bis hin eben zu diesem besonderen Kanal, den man Qi-Kanal nennt. Mit dem wollen wir gleich einmal starten, dass wir hier in unserer Kraft sind und die Energie mal gut frei fließen lassen in unserem Körper. Dazu kannst du dich aufrecht hinsetzen, die Füße im Idealfall flach am Boden, die Körperhaltung aufrecht. Damit gehst du in eine gute Verbindung mit Mutter Erde, mit Vater Himmel. Kannst gleichzeitig eben zu deinen universellen Eltern Hallo sagen. Hallo sagen tu mal immer aus dem Herzen mit ganz viel Freude und Liebe. Das heißt, du sagst einmal Hallo zur Mutter Erde und schickst all deine Liebe aus dem Herzen, aus all deiner Großherzigkeit heraus zur universellen Mama, die uns alle trägt. Und du kannst richtig spüren, wie du ganz viel Licht schickst und ganz viel Freude mitschickst, ganz viel Dankbarkeit zur Mutter Erde mitschickst.
Und dieser Lichtstrahl, der wird immer mehr und immer größer aus deinem Herzen, geht eben über deine Beine, über die Akupunkturpunkte an den Fußsohlen zur Mutter Erde. Deine Lichtwurzeln wachsen mit ganz viel Liebe und Verbindungswunsch, so dass wir uns von Herz zu Herz mit Mutter Erde verbinden. Und das Gleiche nach oben, zu Vater Himmel. Ganz viel Liebe, ganz viel Wertschätzung. Deine Lichtäste wachsen oben raus, verbinden sich von Herz zu Herz mit Vater Himmel. Und in dieser Anbindung und gerne natürlich auch im Verbinden mit all denen, die uns heute unterstützen wollen. Und das hat jetzt einfach viel größere Möglichkeiten als nur Mutter Erde, Vater Himmel. Einerseits ist es das Mantra. Das Mantra selber ist ein Tao-Mantra. Ein Tao-Mantra ist kein menschenerfundenes Mantra, sondern ein von der Quelle gegebenes Mantra. Ein Klang, der die Frequenz und Schwingung der Schöpfungsenergie trägt. Das heißt, es sind jeweils jeder Klang des Hey, des Hong, des das A, das Shi, das I, das Wong, das Yo, jeder Klang für sich ist schon eine unvorstellbar hochschwingende Seele. Und so können wir allein zum Mantra Hallo sagen. Wir können natürlich aber auch hinaus ins Universum, zu allen Planeten, zur Sonne, zum Mond, zu allen Galaxien, Universen da draußen Hallo sagen und darum bitten, dass sie mit all ihrer universellen Kraft kommen und uns unterstützen. Und wir sehen schon, wir können da ganz viel Unterstützung brauchen, dass wir all das Licht, dieses universelle Licht danken und über das Mantra schicken wir diese goldene Lichtkugel durch den Körper. Das ist die Vorstellung. Können alle Seelen einladen, die uns stärken wollen. Alle Heiligen, alle Buddhas, alle Engel, Erzengel, wir lieben, ehren und wertschätzen euch. Alle Ebenen des Himmels bis hinauf zur Quelle, dem Tao. Bitte kommt und stärkt uns. Wir sind so dankbar. Und dann können wir reingehen in das Mantra, spüren, dass sich eine goldene Lichtkugel formt, die mit jedem Klang durch den Körper schwingt. Ich kann dabei eine Hand am Unterbauch lassen und die andere Hand auch mitführen, als würden wir diese Lichtkugel einfach durch den Körper führen. Wir atmen jeweils ein in den Unterbauch und dann führen wir die goldene Lichtkugel mit durch den Körper. Die sieben Chakren nach oben und vor der Wirbelsäule im Weichao nach unten. Hey Hong Hong A Si Wong 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 Yo 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 Hey Hong Hong A Si Wong Yo
Hey hang hung a si wong yo. 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 Wir lassen das Licht weiter fließen, dem das Qi folgt. Haben vielleicht das Hei Han Hung Shi Wong Yo schon gut in uns verankert. Oft begleiten uns dann auch die Mantren den ganzen Tag lang und wir spüren das unterbewusst, unter unserem bewussten Denken. Etwas unser Mantra singt oder ein Mantra singt. Und das ist dann unsere Seele, die dann oft genau weiß, was tut jetzt gerade gut. Können es aber auch verbinden. Gerade jetzt, wo wir uns wünschen, dass auch Anspannungen im Körper gehen. Wir können uns einmal auch, wenn wir sitzen, einmal über die Achse quasi nach links drehen. Und wenn es geht, irgendwie auch sogar spannen oder dehnen, dass jetzt einmal auch da unser Körper gut in das Strecken kommt und in das Aufmachen kommt. Das kann man schon langsam machen und versuchen, sich irgendwo anzuhalten und zu dehnen. Oder man nimmt den Oberschenkel, geht auf und dehnt sich anhand des Oberschenkels. Und all das kann man kombinieren. Jede Übung, die dir gut tut, jede Übung, die du kennst und mit der du vertraut bist, kannst dann mit dem Mantra kombinieren. Das Hei Han Hung A Shi Wong Yo lassen wir noch weiter fließen. Vielleicht schon wärmer geworden. Du spürst schon, okay, da ist jetzt schon mehr Energie in Bewegung, allein nur dadurch, dass wir dieses Mantra gechantet haben, dass wir nicht genug chanten können. So wundervoll. Danke, danke. Und wenn wir da jetzt tiefer gehen wollen und jetzt speziell
auch uns stärken wollen in den Nieren, habe ja vorher schon gezeigt, gibt es jetzt ganz besondere Zusammenhänge. Und dementsprechend auch wiederum besondere Klänge, die uns jetzt unterschiedlich stärken. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir das Mantra SI chanten, dann aktiviert sich die Kraft unserer Lungen. Mit S. Was macht es? Es stärkt die Mutter unserer Nieren. Und wenn wir heute das als Ziel nehmen wollen, dass wir unsere Nieren stärken, unser Qi stärken, das vor allem eben aus der Nierenkraft ja entsteht, dann ist ein schöner Zugang über die Lungen, über das Metallelement, die Nieren zu stärken. Das heißt, wir stärken nicht die Nieren zunächst direkt, sondern gehen zunächst in das Mutterelement und stärken dort. Und du könntest zum Beispiel jetzt einen Versuch machen, und wenn du irgendwo eine Uhr mit einem Sekundenzeiger hast, kannst du für 10 oder 15 Sekunden deinen Puls messen. Dann hoch multiplizieren auf die Minute und den Pulsschlag pro Minute zu haben und zu sehen, was hat die Übung, die wir jetzt gleich machen, bewirkt in deinem Körper. Also entweder haben es teilweise die Computer, die Telefone haben es oder du hast eine Uhr in der Nähe, wartest bis du ein Zeitfenster hast und den Puls gut spürst und dann beginnst du zu zählen. Und hast dann eben, indem du hochrechnest, deinen Puls. Bei mir etwas höher gerade, also so um die bisschen über 80. Und das kannst du merken, um zu schauen, okay, was macht's dann, wenn du jetzt die folgende Übung mit mir gemeinsam durchführst? Wir nutzen nämlich einerseits jetzt die Kraft eines Mantras, aber auch wir nutzen die Kraft der Tau-Kalligrafie zusätzlich. Machen jetzt was sehr Schönes. Wir verbinden jetzt unterschiedliche Kräfte, die uns helfen und stärken. Wir können generell, wenn wir jetzt für die Lungen was Gutes tun wollen, die Hände mal auf die Lungen legen. Und einmal den Lungen ganz viel Liebe schenken, tut immer gut. Einfach schauen, wie ist unser Atem. Und danach, wir wollen uns ja auch entspannen, legen wir die Hände auf den Unterbauch. Gerade auch die Atmung im Unterbauch ist jetzt ein Schlüssel oder in den Unterbauch. Wo auch immer wir in Situationen kommen, die uns stressen oder wir merken, der Körper ist in einem Unruhezustand, dann fehlt uns diese Nierenkraft, die entspannen und beruhigen kann. Und dann ist zum Beispiel ein erster Schritt einmal überhaupt nur in den Unterbauch zu atmen. Und so stellen wir uns in unserem Unterbauch eine goldene Lichtkugel vor. Unsere Hände können ganz entspannt übereinander unterhalb des Nabels liegen.
Kann dabei die Augen schließen. Wir bitten gleichzeitig die Tau-Kalligrafie Da-Ai vor uns, dass sie gleich mitwirkt und uns verbindet mit den höchsten Frequenzen und Schwingungen der Schöpfung, der Quelle, des Taus, allen Ebenen des Himmels, allen Orten, die uns unterstützen wollen, in allen Galaxien und Universen. Verbinden uns mit all unseren Heilschätzen. Lieben, ehren und wertschätzen euch alle. Bitte kommt, stärkt mich, stärkt heute einerseits das Metallelement, stärkt meine Lungen, stärkt mein Qi und infolgedessen bitte stärkt ebenso das Wasserelement, meine Nieren. Und generell mein Qi, so dass ich mich jetzt noch tiefer entspannen kann. Bin so dankbar. Und vor einiger Zeit im Üben mit den Tau-Kalligrafien kam mir folgende Möglichkeit, diese Übung jetzt zu machen. Nämlich im Stillen einzuatmen und auch im Stillen zu chanten. Und im Einatmen atme ich aus der Quelle, aus dem Tau, aus der Tau-Kalligrafie ein und höre in mir das Mantra Tau oder ich spreche es in mir in der Stille. Das heißt, das Einatmen, da höre ich, wie ich Tau höre. Und im Ausatmen nehme ich in dem Fall jetzt den Klang für das Metallelement, nämlich S. Und im Ausatmen begleite ich das Ausatmen mit dem Klang S. Aber alles in der Stille. Das heißt, ich atme ein, Tau. Halt für ein paar Sekunden die Luft an, solange es gut tut. Und lass es dann los, ganz natürlich mit S. Es geht dann in diesem Zwischenraum zwischen Tau und S auch um das bewusste Aufnehmen des Sauerstoffs, des Qis aus dem Universum. Und im S lass man dann alles los, was irgendwo blockiert. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Das kann jetzt etwas sein, was in der Stille wundervoll funktioniert, was eine sehr, sehr tiefe Entspannung ermöglicht. Also wie gesagt, in der Stille, du hörst in dir Tau im Einatmen und im Ausatmen. Probieren wir es mal aus.
Das Einatmen aus dem Tau, das darf auch ganz tief gehen, tief in den Unterbauch. Kurz anhalten die Luft und dann ein langes und alles loslassen. Du kannst dann variieren, wenn das schon gut funktioniert, dass du Tau einatmest in der Stille in den Unterbauch und S ausatmest in der Stille. Dass du auch die Augen öffnest und mit den Händen weiter im Unterbauch einfach nur mit den Augen dem Verlauf der Tau-Kalligrafie folgst. Und gleichzeitig eben Tau einatmest, Luft anhalten und S ausatmen. Und neben der goldenen Kugel im Unterbauch spürst du vielleicht auch, wie deine Lungen sich freuen und strahlen beginnen. Und beide Lungenflügel, so wie große, ja, große Schwingen, links und rechts, goldig strahlen. Du atmest Tau ein. Das Qi wird aufgenommen im Anhalten der Luft. Der Sauerstoff wird aufgenommen. Im Ausatmen, das langes Ausatmen, langes nimmt das alles mit aus dir heraus, was auch immer heute schon gehen darf, dich belastet hat. In deinem Tempo, in der Stille. Diese Übung kannst du jetzt fortsetzen,
wenn du das Video später anschaust, dann vielleicht pausieren, weil du dadurch noch mehr Qi in den Körper bringst, du bringst noch mehr höchste Frequenz und Schwingung auf eine sehr entspannende Weise zu dir im Körper. Die Variation mit Tao und dem Mantra ist etwas enorm Kraftvolles in der Stille. Und so wollen wir jetzt übergehen, unsere Nieren weiter zu stärken. Jetzt haben wir die Mutter gestärkt, das war jetzt der Schlüssel. Das Metallelement ist jetzt gestärkt. Die Lungen sind gestärkt durch das Atmen. Und wir gehen jetzt über in das Stärken der Nieren direkt. Aber eben, und das ist ganz entscheidend, wenn irgendwo ein Ziel ist, wo ich etwas verbessern möchte im Körper, dann gehe ich immer auch in die Stärkung des Mutterelements. Dort, wo eben die Nahrung herkommt, dort, wo eben die Stärkung wirklich herkommt. Und jetzt gehen wir dorthin, unsere Nieren zu stärken, nutzen eine weitere Kalligraphie, nämlich jene aus dem Buch zur Heilung und Stärkung des Rückens. Die passt eh so wundervoll. Sie würde zwar überall wirken, besonders natürlich auch bei Rückenschmerzen, ganz faszinierende Erlebnisse, was wir von Freunden und Klienten daraus immer wieder hören. Aber wir können sie vielseitig einsetzen. Wir können sie jetzt auch einsetzen dafür, dass wir unseren Unterbereich, dort wo die Nieren zu Hause sind, den unteren Rücken, stärken. Und das, was wir jetzt machen, wir machen genau das Gleiche. Wir atmen aus der Tao-Kalligraphie ein, verändern aber nur das Mantra und wählen jetzt das Mantra für das Wasserelement. Und das ist dann das Mantra Jui. Das heißt, wir atmen aus der Tao-Kalligraphie ein. Tao. Und atmen aus mit Jui. Das heißt, wir atmen da jetzt ein. Das Taulicht und lassen hinten in den Nieren das Schwingen und spüren, wie sich jetzt unsere Nieren stärken. Atmen Tau ein. Halten kurz die Luft an und im Ausatmen. Chui. Atmen Tau ein. Und im Ausatmen das Chui. Und auch wieder in der Stille, ganz entspannt. Im Einatmen hören wir Tao, fließt zu uns. Im Ausatmen ein ganz leises, vielleicht ein stilles Shui. Tao in der Stille und im Ausatmen Shui. Die Hände können wir am Unterbauch lassen dabei. Ist einfach ganz entspannt. Tao. Chui. Tao. Chui.
Einfach in deinem Rhythmus. Wenn du die Übung jetzt noch verfeinern magst um einen Akupunkturpunkt, dann machen wir jetzt ganz was Spezielles. Im Sitzen geht's gut. Du findest ihn relativ leicht. Er ist nämlich auch sehr bekannt. Für die, die ihn kennen, ist es natürlich leichter. Mach da kurz den Punkt daher auf der Außenseite unserer Beine. Vier Finger unterhalb der Kniescheibe. Findest du den Punkt Magen 36? Und das ist wirklich ein Masterpunkt. Der Magen 36 ist sensationell, wenn es darum geht, unsere Nieren zu stärken. Und damit sehen wir schon wieder, wir haben eine große Komplexität im Körper. Er kann nämlich alles, was blockiert, der Magen 36, mit unterstützen, dass sich's löst. Das heißt, ich gehe vier Finger breit unter meine Kniescheibe nach unten. Auf der Außenseite des Schienbeins beginne ich dann zu massieren. Kann beidseitig geschehen, kann größerflächig geschehen, wenn ich nicht ganz genau weiß, wo dieser Punkt ist. Und stell mir vor, wie jetzt aus der Taukalligraphie das Licht über den Magen 36 zu mir kommt. Das ist das Erdelement, was wir damit öffnen. Aber als Mutter des Metallelements bringen wir damit enorm viel Stärkung ins Metallelement. Das Metallelement kann besser wirken. Und damit in Folge auch das Wasserelement, die Nieren. Und ich spüre ganz schön die Punkte. Also wenn ich da so massiere auf der Seite, links vom Schienbein, also rechts, links und rechts vom Schienbein auf der Außenseite des Schienbeins, vier Finger unterhalb der Kniescheibe. Wenn dort großflächig massiere, spüre ich schon, ja, da tut sich was. Und das kann ich jetzt kombinieren, wie gesagt. Ich atme Tao ein. Und mit Shui lasse ich alles gehen aus meinen Nieren. Einfach in deinem Rhythmus. Mit dem Einbinden des Magen 36
beginnt sich nicht nur Magen, Milz und die Verdauung zu regulieren, sondern vor allem das Qi reguliert sich. Das Blut und die Körperflüssigkeiten regulieren sich. Wenn ich irgendwie mich geschwächt fühle, weil irgendwie das Gefühl habe, boah, irgendwie ganz viel Energie verbraucht, ist die Übung jetzt wunderbar in dieser Kombination. Es wirkt auch abwehrend, das heißt, denn das Wei-Qi wird gestärkt. Aber auch unser Yuan-Qi, das ursprüngliche Qi in unseren Nieren, baut sich ab. Und gerade Zustände, wo irgendwo meine Lungen geschwächt sind, das Herz und die Nieren geschwächt sind, ist das absolut die perfekte Kombination. Tao-Kalligraphie, Tao-Mantra, Akupunkturpunkt. Magen 36. Das Qi und Blut fließt jetzt viel freier durch den ganzen Körper. Und Magen 36 reguliert den Herzrhythmus. Also kann damit ganz, 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 ganz viel machen. Drei Zungen, also vier Finger breit unterhalb der Kniescheibe und der Außenseite des Schienbeins. In der Stille Tao einatmen und in der Stille Chui ausatmen. So beenden wir diese Übung und atmen einfach ganz entspannt ein und aus. Sammeln noch einmal all das universelle Qi, all das Licht in unseren Nieren. Unsere Lungen fühlen sich gestärkt an und wieder kräftiger und wieder fähiger, Sauerstoff aufzunehmen. Wir haben sie wieder ein bisschen gestretched, die Lungen auch. Auch wenn wir es jetzt nicht physisch gemacht haben, was wir machen könnten in einer Ecke unseres Raumes. Aber wir können auch die Hände so weit aufspannen. Aber gut ist es auch, eine Ecke in einem Zimmer zu haben, wo man sich richtig so reindehnen kann. Aber wir haben es jetzt einfach über den Atem gemacht. So sammeln wir all das Licht, all die positive Frequenz und Schwingung in unseren Nieren. Atmen tief in den Unterbauch. Atmen tief in unsere Nieren.
spüren, wie dort sich schönes bläuliches Licht ausbreitet und unsere Nieren einfach in ihrer Stärke, in ihrer Kraft jetzt gewachsen sind. Könntest jetzt den Vergleich dann wieder machen, den Puls zu messen, also bei mir ist er schon deutlich zurückgegangen. Immer ein bisschen über 60. So. So bedanken wir uns für all das Schöne, was jetzt kommen durfte von Mutter Erde an Nahrung. Von Vater Himmel, aus der Quelle, aus der Tau-Kalligraphie mit ihren Zugängen. Und wir sagen danke, danke, danke. Wir verabschieden uns ganz liebevoll. Wir lieben euch, wir lieben euch, wir lieben euch. Gong Song, Gong Song, Gong Song. Bedeutet, kehrt ehrenvoll wieder zurück. Danke, danke, danke für alle, die das Video auf YouTube angeschaut haben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es für euch war. Schreibt es gerne was dazu. Teilt es gerne mit Freunden, wo ihr das Gefühl habt, das kann jetzt helfen, dass sie aus einer sehr belastenden Phase, die vielleicht Kraft kostet, einfach jetzt wieder gestärkt werden und über die gestärkten Lungen zu starken Nieren finden. Über starke Nieren dann wieder viel mehr Entspannung in das Herz-Kreislauf-System bringen und damit in Summe auch viele Ängste, viel Unruhe, viel Belastung einfach gehen konnte. Danke euch von Herzen, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Baba.